Also ich grüße euch alle ganz herzlich. Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich nicht in Fleisch und Blut da sein kann, weil mich nämlich Omikron ereilt hat vor 3 Tagen. Es wäre einfach nur eine Erkältung normalerweise und sie ist eigentlich auch schon wieder am Vorbeigehen. Nur leider fällt jetzt diese ganze Reise in die Quarantäne, was ich sehr bedauere, und sonst hätte ich nämlich das alles gerne mitgemacht. Das Gute daran ist, dass ich jetzt eine Weile zur Klasse 1 der Bürger aufgestiegen bin und mich frei bewegen kann. Ja, das Thema von meinem Vortrag ist der Propaganda oder der Mythos der Demokratie. In den ersten 2 Dritteln dieses Vortrages spreche ich über die Theoretiker und Praktiker der Propaganda, im letzten Drittel über das Leben von Christen im Zeitalter der Massenmanipulation. Ich hoffe, dass Sie mir für ungefähr 1,5 Stunden Ihre Aufmerksamkeit schenken können. Im November 2019 dringt die Kunde nach Europa, dass im fernen China in der Stadt Wuhan ein Virus entschlüpft ist, der so gefährlich zu sein scheint, dass die Millionenstadt rigoros abgeriegelt werden musste. Erste Fälle werden in Europa und anderen Erdteilen gemeldet. Über Nacht gerät die Welt in einen Ausnahmezustand, in dem es bis zum heutigen Tag fast nur noch ein Thema gibt: Corona. Die Angst vor Corona und den in Aussicht gestellten Endsieg über das Virus durch Impfung. Am 12. April 2020 trat Bill Gates in den ARD-Tagesthemen auf und verkündete, Zitat: Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff Milliarden Menschen verabreichen. Langfristig wird die Produktion so hochgefahren, dass alle Menschen auf unserem Planeten geimpft werden können. Wir? Wer ist wir? Ist Bill Gates Herr über den Körper von 7 Milliarden Menschen? Man stelle sich vor, die Regierung hätte sofort die qualifiziertesten und erfahrensten Wissenschaftler zu einer offenen Debatte eingeladen, wie das Virus einzuschätzen und das Volk davor geschützt werden könne. Die Krankenhäuser wären mit zusätzlichen Intensivbetten ausgerüstet worden. Das Pflegepersonal hätte eine Gehaltszulage für die überdurchschnittlichen Anforderungen bekommen. Die Bevölkerung wäre mit flächendeckenden Kampagnen zur Stärkung des Immunsystems durch Vitamine und zu vernünftigen Vorsichtsmaßnahmen aufgefordert worden. Die Kinder hätten unbehelligt von Masken und Tests in die Schule gehen können, weil ihr Risiko zu erkranken gleich 0 ist. Die Todeszahlen hätten nur jene gezählt, die tatsächlich an Corona gestorben sind. Die Inzidenzzahlen würden im Prozent der vorgenommenen Tests ausgewiesen. Von Anfang an wäre nach Heilmitteln gesucht worden und diese zur Verfügung gestellt worden. Die Regierung hätten Interesse daran gehabt, sich über die schonendsten Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie auszutauschen und von anderen Ländern Best Practices zu lernen. Statistiken würden glaubhaft gewesen und Impfstoffe würden im Bewusstsein größter Verantwortung auf ihre Nebenwirkungen untersucht, indem die Folgeerscheinungen bei jedem Geimpften erhoben würden. Das alles hätte man von einer Regierung erwartet, die dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Aber nichts von alledem ist geschehen. Hochqualifizierte Wissenschaftler, die dem offiziellen Narrativ widersprachen, wurden und werden ausgegrenzt, diffamiert und gekündigt. Die Intensivbetten wurden reduziert, das Pflegepersonal miserabel bezahlt, das Immunsystem durch den Maskenzwang geschwächt, die psychische Verfassung der gesamten Bevölkerung, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, durch die soziale Isolierung schwer beschädigt. Hunderttausende wurden in Konkurs getrieben und von staatlichen Zahlungen abhängig gemacht. Die Statistiken wurden gefälscht, wirksame Heilmittel diffamiert, ebenso Staaten und Staatsführer, die einen moderaten Kurs einschlugen. Die Politiker gaben und geben nichts auf ihr Geschwätz von gestern und ändern ständig ihre Direktiven. Das Volk tappt von Lüge zu Lüge. Die Lüge haben zwar kurze Beine, aber bisher keine Konsequenzen mehr für die Mächtigen, die die Unwahrheit sagen. Seit Ende 2020 geht es nur noch um eins: die Menschen dazu zu bringen, sich impfen zu lassen, mit einer globalen Kampagne, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat.
dass sich die Verheißung auf Immunität auch bei 3 Impfungen nicht erfüllt. Vielmehr der Geimpfte weiterhin angesteckt werden kann und selbst ansteckt, führt nur dazu, die Volksmassen zu wiederholten Impfungen zu nötigen. Die Gewinne der Impfstoffhersteller, die vom Staat von aller Verantwortung für die Folgen des Massenexperiments entbunden worden, sind nur noch in Hunderten von Milliarden zu messen. Wer sich nicht fügt, wird stigmatisiert, existenziell erpresst und in einigen Ländern durch strafbewehrte Gesetze gezwungen, sich impfen zu lassen, so auch vom österreichischen Parlament am 20. Januar 2022 beschlossen. Der Staat scheut sich nicht, in die Ausübung der Religionsfreiheit einzugreifen, verbietet Gottesdienste oder schreibt Hygienemaßnahmen vor. Die Bischöfe fügen sich konfliktfrei, oft im vorauseilenden Gehorsam. Die in der Fassung garantierten Grundrechte werden ausgehebelt und durch willkürliche staatliche Verordnungen ersetzt, die wahlweise durch Berufung auf eine kleine Zahl von einseitig ausgewählten Experten oder durch die Drohkulisse Zusammenbruch des Gesundheitssystems oder durch Fantasiezahlen über zu erwartende Todesfälle legitimiert werden. Obwohl Politiker, Experten und Journalisten die Unwahrheit und finanziellen Verstrickung alias Korruption überführt werden, hat dies keine Konsequenzen. Wir leben nicht nur im postfaktischen Zeitalter, wir leben auch im postmoralischen Zeitalter. Die Theorie und Praxis der Propaganda. Wie kann die Weltbevölkerung dazu gebracht werden, dies alles mit sich machen zu lassen und staatliche Maßnahmen gut zu heißen und zu erfüllen, die ihr schaden? Die Antwort ist durch Propaganda. Das Wort Propaganda steht hier für alle Methoden, die eine organisierte Gruppe anwendet, um die Meinungen und das Verhalten einer Masse von Individuen entsprechend den eigenen verdeckten Zielen zu lenken. Die Zielgruppe, oft die gesamte Bevölkerung, soll zu einer Veränderung ihres Denkens und Handelns gebracht werden, ohne dass sie merkt, dass sie manipuliert wird. Vielmehr meint, die Veränderung ihres Denkens und Handelns beruhe auf eigener freier Entscheidung und sei in ihrem Interesse. Es gibt dafür verschiedene Begriffe. Manufacturing of Consent, die Fabrikation von Zustimmung. Social Engineering, Veränderung der Gesellschaft mittels sozialer Ingenieurtechniken. Gaslighting, bewusste Desorientierung und Zerstörung des Realitätssinnes und des Selbstbewusstseins des Manipulierten. Der Begriff ist dem Titel des Theaterstücks Gaslight von Patrick Hamilton entlehnt. Mass Formation, die gezielte Formung der Masse. Gehirnwäsche, Englisch Brainwashing oder Mind Control. Das Brechen der Persönlichkeit, ihrer Werte und Anschauungen, um sie dann umzuprogrammieren. Mentizid, die Ermordung des Verstandes, ein Begriff, den Joost Merlo in seinem Buch The Rape of the Mind geprägt hat. Alle diese Begriffe sind negativ aufgeladen, insbesondere die 2 letzten, welche die von totalitären Machthabern angewandten brutalen Methoden der Zerstörung und des Resets einer Person gemäß der totalitären Ideologie bezeichnen. Heute spricht man von Propaganda, lieber von Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Kommunikationstechniken, Public Relations. Jede Firma, jedes Ministerium, jede Behörde, jeder Politiker, jede NGO, jeder, der eigene Interessen möglichst reibungslos durchsetzen will, verfügt zu diesem Zweck über Mitarbeiter bis hin zu ganzen Abteilungen von professionellen Manipulatoren der öffentlichen Meinung. Man nennt sie auch Spin Doctors, weil sie wie ein gewiefter Tennisspieler dem Ball, das heißt der Realitätswahrnehmung der Massen, einen gewissen Drall geben, der den Zwecken ihrer Auftraggeber dient. Die immer raffinierteren, präziseren und effektiveren Methoden der Propaganda werden an den Universitäten gelehrt. Die wachsenden Erkenntnisse der Psychologie, Soziologie, Neurobiologie und Informationstechnik über die bewussten und unbewussten Funktionsweisen des Menschen und seine Beeinflussbarkeit
finden praktische Anwendung in den Händen von Mächtigen, um ihre Ziele durchzusetzen, ohne offen Macht und Gewalt anwenden zu müssen. Die Propagandisten sind Profis der Verschleierung. Wie Zauberkünstler vermögen sie auf dem Klavier der Triebe, Ängste, Sehnsüchte und Wahrnehmungsmechanismen der Massen zu spielen. Wahrheit als verpflichtende Orientierung gibt es für sie nicht. Sie verbergen ihre Auftraggeber ebenso wie deren Agenda und reframen die Auswirkungen, welche deren Durchsetzung für die Zielgruppe hat, sodass die Maßnahmen als Erfüllung ihrer eigenen Bedürfnisse erscheinen. Statt Widerstand rufen sie Zustimmung bis hin zur Opferbereitschaft hervor. Das englische Wort frame heißt Rahmen. In dem ein Objekt in einen neuen Kontext gestellt wird, kann die Reaktion der Zielgruppe gelenkt werden. Diese Zielgruppe kann ein ganzes Volk sein oder im Zeitalter der Globalisierung die Weltbevölkerung. Die Anwendung all dieser Techniken der Täuschung, Manipulation und Lüge gelten heute als selbstverständlich. Sie widersprechen der Würde und dem Selbstbild des Menschen, der mit freiem Willen erschaffen ist. Er sieht sich als eigenverantwortliches und selbstentscheidendes Individuum. Wenn er gezwungen wird, sich einem Mächtigeren zu beugen, weil dieser ihn für seine Zwecke benutzt, wird er in seiner Würde verletzt. Der westliche Mensch wähnt sich in einem gesellschaftlichen System, in dem seine eigene, selbstgebildete Meinung Einfluss auf die Gestaltung des gesamtgesellschaftlichen Geschicks hat. Er glaubt an die Demokratie und an die Verheißung der Freiheit. Dieser Glaube ist im Begriff zu schwinden. Benjamin Franklin sagt, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren. Im Folgenden will ich zunächst die Methoden der Propaganda darstellen, wie sie von herausragenden Persönlichkeiten entwickelt und beschrieben wurden. Im zweiten Teil geht es um die Stärkung des Immunsystems gegen Propaganda. Man könnte bei Machiavelli beginnen, der in seinem Buch Der Fürst den Herrschenden riet, sich von moralischen Begrenzungen bei der Sicherung ihrer Macht freizumachen. Der Fürst müsse den Anschein erwecken, die traditionelle Moral zu wahren, dürfe aber vor Gewalt und Terror nicht zurückschrecken. Milde, Treue, Menschlichkeit, Redlichkeit und Frömmigkeit sollten zur Schau getragen, könnten aber bei Bedarf in ihr Gegenteil verkehrt werden. So haben Herrscher zu allen Zeiten gehandelt. Aber bis zur Massengesellschaft der Moderne und der Entdeckung ihrer Manipulierbarkeit waren sie in der hierarchisch gegliederten Klassengesellschaft auf Methoden der direkten Unterdrückung der Untertanen angewiesen. Gustave Le Bon. Mit der rapiden Bevölkerungsvermehrung im 19. Jahrhundert und der sozialistischen Organisation des Proletariats bekam die Masse als handelndes Subjekt der Geschichte neues Gewicht. Gustave Le Bon, französischer Arzt und Anthropologe, war Zeitgenosse der Februarrevolution von 1948 und der Kommune von 1871 und erlebte die Masse als Bedrohung der hergebrachten Gesellschaftsordnung. In seinem berühmten Buch Psychologie der Massen, erstmals erschienen 1885, beschreibt er die Veränderungen der Personen, wenn sie in einer gleichgerichteten Masse zur Massenseele verschmilzt. Diese sei primitiv, emotional, impulsiv, radikal und dem gesunden Menschenverstand abhold. In der Masse verliert die Person ihr Verantwortungsgefühl, ihre Urteilskraft und ihre moralischen Anker. Andersdenkende müssen ausgeschlossen und verfolgt werden. In der Masse berauscht sich der Einzelne an einem Allmachtsgefühl, das ihn, Zitat, ebenso zum Henker wie zum Märtyrer werden lässt. Mit dem Werk von Gustave Le Bon war die Masse und der Massenmensch ins Visier der Psychologen und Soziologen gerückt. Le Bon beschrieb die Entpersonalisierung des Individuums in der Masse als Erscheinungsform des Verfalls einer Kultur. Erst seine Nachfahren entwickelten die subtilen Techniken der Massenmanipulation,
die durch die Entwicklung der Massenmedien und die digitale Revolution der Gegenwart eine völlig neue Stufe erreicht haben. Die technischen Entdeckungen und Erfindungen bis hin zum Computer und Internet auf der einen Seite und die wissenschaftlichen Entdeckungen der Psychologie, Soziologie und Neurobiologie auf der anderen Seite schafften Möglichkeiten der Mass Formation, in denen die Freiheit und damit die Würde des Menschen unterzugehen drohen. Edward Bernays. Edward Bernays, der von 1891 bis 1995 lebte, leistete dabei einen wesentlichen Beitrag. Er entstammt der Brutstätte der Psychoanalyse. Er ist Sohn von Anna Freud und damit Neffe von Sigmund Freud. Die Einsicht in die unbewussten Triebkräfte des Menschen hat er sozusagen im Blut. Er machte sich auch die Forschungen eines anderen Psychologen zunutze, des Behavioristen John Watson und seiner Theorie der Konditionierbarkeit des Menschen. Edward Bernays wandte die neuen Erkenntnisse der Psychologie an, um das Massenbewusstsein gemäß den Zielen seiner Auftraggeber zu formen. Er erkannte, Zitat, wenn wir den Mechanismus und die Motive des Gruppendenkens verstehen, wird es möglich sein, die Massen ohne deren Wissen nach unserem Willen zu kontrollieren und zu steuern. Bernays bekanntestes Buch Propaganda erschien 1928. Das erste Kapitel, Organizing Chaos, beginnt mit diesen Worten. Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Masse ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Wer die ungesehenen Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung, welche die wahre Herrschermacht unseres Landes ist. Wir werden regiert, unser Verstand geformt, unsere Geschmäcker gebildet, unsere Ideen größtenteils von Männern suggeriert, von denen wir nie gehört haben. Dies ist ein logisches Ergebnis der Art, wie unsere demokratische Gesellschaft organisiert ist. In beinahe jeder Handlung unseres Lebens, ob in der Sphäre der Politik oder bei Geschäften, in unserem sozialen Verhalten und unserem ethischen Denken, werden wir durch eine relativ geringe Zahl von Personen dominiert, welche die mentalen Prozesse und Verhaltensmuster der Massen verstehen. Sie sind es, die die Fäden ziehen, welche das öffentliche Denken kontrollieren. Zitat Ende. Bernays wurde mit seinen Einsichten in die Funktionsweisen des Menschen in der Masse ein reicher Mann und im Rating von Life Magazine zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Mit dem genialen Slogan Make the world safe for democracy bereitete er das amerikanische Volk auf den Kriegseintritt in den Ersten Weltkrieg vor. Er schaffte es der Tabakindustrie, den Markt der bis dahin nicht rauchenden weiblichen Hälfte der Bevölkerung zu erschließen, indem er das Rauchen als Zeichen der Frauenemanzipation öffentlich inszenierte. Joseph Goebbels war einer seiner gelehrigsten Schüler. An den US-amerikanischen Elite-Universitäten wurden und werden die Methoden der Massenmanipulation weiterentwickelt. Der Verhaltensforscher Werner Berelson von der Columbia und Stanford University perfektionierte Meinungsumfragen zum Zwecke der Meinungsbildung. Manchmal kann das auch schlecht ausgehen, wie bei Sebastian Kurz. Berelson stand im Dienst der Ford Foundation und war Präsident des Population Council von J.D. Rockefeller III. Mit großem Geld und großem Know-how gelang es ihm, die Lebensmission des J.D. Rockefeller zu erfüllen, nämlich die Haltung der Amerikaner zur Verhütung zu verändern, damit die Programme der Bevölkerungsreduktion greifen konnten. Jacques Ellul. Durchdringend nachgedacht über die Voraussetzungen, die Methoden und die Notwendigkeit von Propaganda für den demokratisch verfassten Staat, hat der französische Philosoph Jacques Ellul. Sein 480 Seiten starkes Werk mit dem Titel Propaganda
wie die öffentliche Meinung entsteht und geformt wird, erschien 1962 in Paris. Die Prinzipien, die er herausgearbeitet hat, haben Gültigkeit für die zielgerechte Formung der Meinungen und Handlungen des Menschen in der Massengesellschaft, unabhängig von der enormen Steigerung der Reichweite und psychischen Tiefenwirkungen der Propaganda heute. Ellul beschreibt die soziologischen Voraussetzungen für Propaganda, die in der modernen Massengesellschaft gegeben sind. Damit Propaganda erfolgreich sein kann, muss die Gesellschaft aus Individuen bestehen, die sich aus Familie, Dorf, Heimat, Kirche gelöst und sich als Einzelne in der Masse integriert haben. Er ist ein entwurzeltes, einsames, bedürftiges Individuum, das keineswegs mehr Freiheit gewonnen, sondern seine Wurzeln verloren hat. Das nackte Ich des Menschen wird zu einem manipulierbaren Atom in der Massengesellschaft. Propaganda beruht auf den Erkenntnissen der Psychologie, Soziologie und Neurobiologie. Ohne die immer tiefer in die Geheimnisse des Menschen eindringenden Wissenschaften gäbe es keine Propaganda. Es ist ähnlich wie mit der Physik. Ohne die Erkenntnisse der Physik gäbe es keine Atombombe. Ohne die Erkenntnisse der menschlichen Reproduktion gäbe es keine künstliche Wissenschaftler geben, die ihre Kenntnisse wissenschaftsfremden Interessenten zur Verfügung stellen, ohne sich um ethische Grundsätze zu kümmern. Sie dienen ihrem jeweiligen Auftraggeber und machen so die Wissenschaft zur Dienstmagd der Macht. Der Propagandist benutzt jedes technische, politische und kulturelle Mittel. Presse, Fernsehen, Kino, Plakate, Konferenzen, die Organisation von Events, die das Interesse der Weltpresse wecken, zum Beispiel die UN-Konferenzen zur Bevölkerung, Frauen und Klima. Inszenierte Gerichtsprozesse, Memoranden, Resolutionen, die Vergabe von Preisen und Auszeichnungen und seit wenigen Jahren die Social Media des Internets. Mit dem Siegeszug des Smartphones seit 2007 sind Milliarden von Menschen den heimtückischen Einflüsterungen der Internetgiganten Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon ausgeliefert. Grenzen setzt nur noch die Höhe der verfügbaren finanziellen Mittel. Entscheidend ist, dass dem Propagandierten verborgen bleibt, dass er Objekt von Propaganda ist. Bestehende Einstellungen dürfen nie direkt attackiert werden. Sie müssen zunächst durch Doppeldeutigkeit und Subpropaganda oder Vorpropaganda destabilisiert werden. Propaganda knüpft an die bestehenden Haltungen, Werte und Bedürfnisse der Massenindividuen an. Das ist das Material, aus dem der Propagandist neue Einstellungen und Verhaltensweisen erschafft. Propaganda muss mit dem Mainstream arbeiten, den sie selbst erzeugt. Sie greift die Mythen und Narrative auf, die in der Zielpopulation Geltung haben. Ellul nennt vier große kollektive Grundüberzeugungen, welche in der westlichen Welt klassenübergreifend geteilt werden. Erstens, das Lebensziel des Menschen ist Glück. Zweitens, der Mensch ist von Natur aus gut. Drittens, Geschichte ist unaufhörlicher Fortschritt. Viertens, alles ist Materie. Es handelt sich um humanistische Grundüberzeugungen, die heute kaum mehr jemand als antichristlich erkennen kann, weil die Eckpfeiler der christlichen Weltsicht fast nicht mehr verkündet werden. Diese sind: erstens, das Lebensziel des Menschen ist das ewige Leben. Zweitens, der Mensch ist von der Erbsünde belastet. Drittens, die Geschichte endet mit der Wiederkunft Christi. Viertens, es gibt eine metaphysische Wirklichkeit. Die unmerkliche Verschiebung des ideellen Fundaments der einst christlichen Kultur musste dazu führen, dass Tod und Leiden und Kreuz aus dem Leben ausgegrenzt wurden und Gesundheit und Leidensfreiheit zu den wichtigsten Erfolgskriterien des Lebens wurden. Das ist die weltanschauliche und psychologische Basis der Covid-Agenda.
In den 1960er Jahren, als das Buch von Jacques Ellul erschien, war linke Ideologie ebenso straßen- wie salonfähig, sodass die Rechte sich gezwungen sah, sich gegenüber der Linksideologie zu rechtfertigen. Das hat sich durch den Linksrutsch der christlichen Parteien immer mehr verstärkt, auch wenn die Aktivisten das rote Hemd in ein durchsichtiges grünes vertauscht haben. Das Vokabular und die thematischen Vorgaben des Mainstreams haben sich verändert. Besser, sie wurden durch beharrliche, jahrzehntelange Propaganda geändert. Heute geht es um Nachhaltigkeit, um Vielfalt, insbesondere sexuelle Vielfalt, um Inklusivität, UN-Jargon, nobody is left behind, und um Equity, Gerechtigkeit durch Gleichheit. Das alles gilt als gut. Niemand, der heute Massen beeinflussen will, kommt an diesen Pflöcken vorbei. Wer sich nicht beeinflussen lassen will, sollte sie hinterfragen. Propaganda hätte keine Chance, das Individuum zu vereinnahmen, es seiner Urteilskraft und Entscheidungsfähigkeit zu berauben, wenn sie nicht auf ein Bedürfnis antworten würde. Der entwurzelte Mensch ist von der Komplexität der modernen, brüchigen Gesellschaft vollständig überfordert. Er droht in der Flut zusammenhangloser und überwiegend katastrophaler Nachrichten aus aller Welt zu ertrinken. Er braucht ein Narrativ, das ihm gestattet, sich auf der richtigen Seite der Geschichte zu fühlen. Dieses Gefühl wird durch die Erfahrung vermittelt, mit dem eigenen Umfeld, mit dem Mainstream in Übereinstimmung zu sein. Der Preis ist die Entfremdung von sich selbst. Der Mensch, der sich der Propaganda hingegeben hat, hat eine existenzielle Tröstung erfahren. Er verteidigt die Inhalte der Propaganda mit Zähnen und Klauen, denn würde er sich ihr entziehen, wäre er wieder der ohnmächtige, einsame Nobody, ein Gefühl, das ihn unbewusst ständig bedroht. Einem offenen Dialog kann er sich nicht stellen, denn er ist zu seinen Ansichten nicht durch eigenes, mühsames Erwägen von Für und Wider gelangt, sondern hat sich die Ansichten zu eigen gemacht, die ihm Akzeptanz in seinem sozialen Umfeld garantieren. Wie ist das Verhältnis von Demokratie und Propaganda? Wie bereits Bernays erkannt hat, so auch Ellul, Demokratie braucht Propaganda. Der Glaube an die Demokratie, an die über viele Stufen von unten nach oben vermittelte Herrschaft des Volkes, ist der verbindende Mythos der westlichen Welt. Mit dem Mythos Demokratie werden Kriege gerechtfertigt, vom Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg bis zum Angriffskrieg der USA auf den Irak im Jahre 2003. Demokratie ist die dem Individualismus entsprechende Staatsform. Das Individuum darf sich im Glauben wiegen, mit der Abgabe seines Stimmzettels hätte es Einfluss auf die Geschicke seines Landes, ja seines eigenen Lebens. Dazu Ellul, Zitat, in einer Demokratie müssen die Bürger an den Entscheidungen des Staates beteiligt werden. Dies ist die große Rolle, die Propaganda zu spielen hat. Den Bürgern muss das von ihnen ersehnte und sie befriedigende Gefühl gegeben werden, das Handeln der Regierung gewollt zu haben, für es verantwortlich zu sein, sich dafür einzusetzen und zum Erfolg zu führen. Was aber, wenn in den Augen eines großen Teils der Bevölkerung nur noch zwischen Skylla und Charybdis gewählt werden kann, zwischen zwei großen Übeln? Was, wenn eine von einem beträchtigen Teil der Bevölkerung gewählte Partei dämonisiert und systematisch an politischer Einflussnahme gehindert wird? Was, wenn die Medien nicht mehr ihrer zentralen Aufgabe nachkommen, die Macht zu kontrollieren, vielmehr zu willfährigen Werkzeugen der Propaganda geworden sind? Was, wenn regierende Netzwerken angehören, die sich jeder Transparenz entziehen, etwa dem World Economic Forum? All diese Bruchstellen füllt der Kitt der Propaganda, zu deren wesentlichen Aufgaben es gehört, den Mythos der Souveränität des Volkes aufrechtzuerhalten.
NGOs, die von privaten Milliardären finanziert werden, spielen dabei eine immer gewichtigere Rolle. Schauen wir noch genauer hin, wie Propaganda ausgeübt wird. Den in Harvard ausgebildeten Sozialwissenschaftlern Marshall Kirk und Hunter Madsen verdanken wir mit ihrem Buch After the Ball die präzise Beschreibung der Methoden der Veränderung tiefsitzender Einstellungen der Bevölkerung zur Homosexualität. Im Untertitel ihres Buches After the Ball, erschienen 1990, nennen sie in aller Offenheit ihr strategisches Ziel: How America will conquer its fear and hatred of gay in the 90s. Wie Amerika seine Angst und seinen Hass gegen Schwule in den 90er Jahren besiegen wird. Es ist ein kühnes Unterfangen, die tief verwurzelten Grundeinstellungen der Bevölkerung zur Homosexualität innerhalb von 10 Jahren verändern zu wollen. Marshall Kirk und Hunter Madsen geht es darum, Zitat, die Maschine des Vorurteils anzuhalten und in ihr Gegenteil zu verkehren. Das geschieht in 3 Schritten: Desensibilisierung, Jamming und Konversion. Desensibilisierung. Die Schwulen müssen in der Werbung und Unterhaltung als nette und sympathische Jungs dargestellt werden. Erst wird das sympathische Bild gezeigt, das positive Emotionen weckt, dann wird ihm das Label schwul gegeben. Das erzeugt emotionale Dissonanz. Da das Bild stärker wirkt als das Label, wird allmählich die positive Reaktion auf das Bild auf das Label übertragen. Das nennt sich assoziative Konditionierung. Der Zeiger der Uhr verlangsamt sich. Die Intensität der Vorurteile wird gemindert. Es folgt die 2. Stufe, genannt Jamming, die Blockierung der Vorurteilsmaschine. Wer Homosexuelle ablehnt, musste als Widerling dargestellt werden, als einer, der gerne auch mal abfällig über Schwarze und Juden redet. Da der angepasste Bürger auf keinen Fall von seinem Umfeld ausgeschlossen werden will, ändert er seine Haltung zur Homosexualität. Die Methode heißt direktes emotionales Modeling. Zitat, uns geht es um die Konversion der Gefühle, der Einstellungen und des Willens des durchschnittlichen Amerikaners durch einen geplanten psychologischen Angriff in der Form von Propaganda, welche der Nation durch die Medien verabreicht wird. Wir erzielen unsere Wirkung, ohne auf Tatsachen, Logik oder Beweise zu bauen. 3. Stufe, die Konversion. Zitat, um die Konversion zu erzielen, benutzen wir den natürlichen Prozess der Stereotypenbildung. Wir nehmen die guten Gefühle des Frömmlers zu allgemein akzeptierten Typen und übertragen sie auf das Etikett schwul. Das Target, das Zielobjekt, wird in fröhlicher Geselligkeit mit Schwulen gezeigt. Der Durchschnittsmensch, der natürlicherweise das fühlt, was er bei seinen Mitmenschen wahrnimmt, wird auf eine hinreichend kalkulierte Werbung mit einem Kniereflex reagieren. Zitat Ende. Die psychologisch geschulten Aktivisten beschränken sich ja jedoch nicht auf die Wirkung von Propaganda, denn sie kann nicht verhindern, dass es dennoch hartnäckige Verweigerer gibt. Wo Propaganda versagt, muss gesetzlicher Zwang angewandt werden. Deswegen die Aufforderung an die strategisch geeinte Gay Community, mache alle Andersdenkenden per Gesetz mundtot. Die strategischen Aktivisten haben ihre radikalen Ziele erreicht. Die Veränderung der Einstellung zur Homosexualität von Ablehnung zur Akzeptanz, zur gesetzlichen Legitimierung, zur staatlich verordneten Pädagogik bis hin zur medialen, sozialen und juristischen Verfolgung derer, die trotz allem bei ihrer christlichen Einstellung zur Sexualität geblieben sind. Nachdem das Tor zur Akzeptanz der Homosexualität aufgestoßen war, gab es kein Halten mehr für alle Arten der Überwindung,
der normativen Heterosexualität. Bi, Trans, Intersexualität und Queer für alle, die sich in den Kategorien LGBTI nicht wiederfinden können. Bleibt die Frage, warum sich die Medien der LGBT-Propaganda willig zur Verfügung stellten und bis zum heutigen Tag tun. Vielleicht ist die Antwort einfach, weil jene wenigen, denen die großen Medienkonzerne gehören, diese Agenda unterstützen, weil die Journalisten in ihrer Mehrheit links sind und anders keine Berufschancen mehr haben und weil auch sie Targets der Propaganda sind, auf die sie mit Kniereflexen reagieren. Und noch ein letzter Theoretiker der Mass Formation, Matthias Desmet. Matthias Desmet ist Professor für klinische Psychologie an der Universität von Gent in Belgien und besitzt einen Masterabschluss in Statistik. Er hat sich intensiv mit Mass Formation befasst und beschreibt deren Dynamik anhand der gegenwärtigen Pandemie. Bereits Anfang 2020 fiel ihm auf, dass Prognosemodelle die Gefahr des Virus außerordentlich überschätzen, insbesondere die Prognosen des Imperial College in London. Es prognostizierte für das kleine Land Schweden 80.000 Corona-Tote bis Ende Mai, falls nicht ein radikaler Lockdown verhängt würde. Schweden erließ keinen Lockdown. Bis Ende Mai starben 6.000 Menschen an Corona. Von Anfang an wurden Zweifel an den Todeszahlen laut und es wurde nicht unterschieden, ob jemand an oder mit Corona gestorben war. Krankenhäuser bekamen von der EU Zusatzzahlungen für jeden Corona-Toten. Dem Prognosemodell des Imperial College widersprach der weltberühmte Professor für Medizin und Epidemiologie an der Stanford University, John Ioannidis. 2005 hatte er ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Why Most Published Research Findings Are False. 15 Jahre später, zu Beginn der Pandemie, widersprach er dem offiziellen Narrativ von einem Killer-Virus, der Millionen von Menschenleben hinwegraffen würde, und nannte sie offensichtliche Science Fiction. Die Schäden der Massenquarantäne könnten viel schlimmer sein als alles, was das Coronavirus anrichten könne. Ioannidis wurde nicht gehört, vielmehr bekämpft, gecancelt und bedroht. Was einem Forscher mit höchster Qualifikation und Weltruhm widerfuhr, geschah jedem Kritiker der staatlichen Politik. Diffamierung, Ausschluss bis hin zur juristischen Verfolgung. Weder Ruhm noch hohe Position noch höchste Qualifikation konnten ihn davor bewahren. Das machte Matthias Desmet stutzig. Er stellte fest, dass zwei selbstverständliche Prinzipien keine Beachtung fanden. Erstens, staatliche Maßnahmen, die sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse beriefen, müssen ihre Grundannahmen über die Gefährlichkeit des Virus korrigieren, wenn sich diese als falsch erwiesen. Zweitens, es müsste gelten, was für die Bekämpfung jeder Krankheit selbstverständlich ist, das Heilmittel darf nicht schlimmere Folgen haben als die Krankheit selbst. Aber es gab kein einziges mathematisches Modell, das die erhoffte Effizienz bei der Virusbekämpfung mit den Kollateralschäden in Beziehung setzte. Die gesamte Aufmerksamkeit der meisten Regierungen, der WHO und der Mainstream-Medien der Welt war auf einen einzigen Punkt gerichtet, die Gefahr des Virus. Alles Übrige verschwand, so Desmet, in der Dunkelheit, hatte keine kognitive, emotionale Wirkung mehr. Was ging hier vor? Die Antwort von Desmet: Mass Formation. Es hatte sich eine Masse gebildet, die sich in einer Art hypnotischem Zustand befand. Wie in der Hypnose werden die Menschen unempfindlich gegenüber Schmerz, nämlich ihren persönlichen Verlusten, und erleben in der Masse eine neue Zugehörigkeit. Diese Masse ist der Vernunft nicht zugänglich, ist höchst manipulierbar und extrem intolerant.
Drei Bedingungen bereiten den Boden für Mass Formation. Erstens Bindungslosigkeit, zweitens Sinnlosigkeit der eigenen Arbeit, drittens freischwebender Angst. Zum ersten Punkt Bindungslosigkeit. Durch das Zerbrechen der Familien, die vom Berufsleben erzwungene Mobilität und die Verlagerung menschlichen Kontakts ins Internet ist Masseneinsamkeit entstanden. 25% der Erwachsenen in den USA haben keinen einzigen nahen Freund. Das zeigt sich in der Zunahme von Depressionen als neuer Volkskrankheit, was sich wiederum im enormen Anstieg des Verbrauchs von Antidepressiva äußert. In England gibt es ein Ministerium für Einsamkeit. Zum zweiten Punkt, Sinnlosigkeit der Arbeit. Viele Menschen sehen keinen Sinn in ihrer Arbeit. Desmet bezieht sich auf das Buch von David Graeber mit dem Titel Bullshit Jobs. In einer Studie sagen 50% der Befragten, sie hielten ihren Beruf für sinnlos. Eine Gallup-Umfrage von 2012 in 142 Ländern ergab, dass 63% ihrer Arbeit wie ein Schlafwandler erledigen, ohne jedes Engagement. Beide Faktoren zusammen erzeugen eine diffuse Angst, die kein spezifisches Objekt hat. Der Mensch hat Angst, aber weiß nicht warum. Laut WHO hat jeder Fünfte eine Angststörung. Das sind ideale Bedingungen für Mass Formation. Desmet erklärt das so. Die Massenmedien bieten ein konkretes Objekt für die Angst an und gleichzeitig eine Strategie der Lösung. Die qualvolle, diffuse Angst wirft sich auf das Objekt des Narrativs. Das führt zu einer Reduktion des Angstgefühls, denn es entsteht jetzt das Empfinden, die Angst könne durch einen Sieg über das Angstobjekt beherrscht werden. In der Masse entsteht ein Gefühl von sozialer Bindung und Solidarität. Die Glaubwürdigkeit des Narrativs ist dabei gänzlich unwichtig. Wichtig ist der psychologische Effekt der Angstreduktion. Sie macht den Menschen bereit, wichtigste Güter seines Lebens zu opfern, wie Freiheit, Grundrechte, Wohlstand, finanzielle Selbstständigkeit, das Wohl der Kinder. Es kommt zu einer Art Massenhypnose. 20-30% widerstehen dem Druck der Masse jedoch und sind bereit, ihre Stimme zu erheben. Von ihnen hängt ab, ob die Massenhypnose durchbrochen werden kann. Aber die Masse, die sich aufgrund von Bindungslosigkeit, Sinnlosigkeit und freischwebender Angst gebildet hat, hat auch ein unbewusstes, freischwebendes Potenzial an Aggression. Im Zustand der Massenhypnose verlieren die Beteiligten jede Empathie. Dissidenten werden diffamiert und zu Sündenbocken gemacht. Unschwer kann diese Dynamik der Massenpsychose heute auf die Ungeimpften übertragen werden. Sie sind die unsolidarischen Egoisten, die aus der Gesellschaft ausgeschieden werden sollen. Sie werden von Staatsführern als Idioten, Nazis, Frauenhasser und Rassisten und Nichtbürger diffamiert. Leider stimmen auch Bischöfe in diesen Chor der Schuldzuweisung ein und vergessen, dass es ihre christliche Pflicht ist, diskriminierte Minderheiten zu schützen. Man setzt Impfgegner unter existenziellen Druck durch den Entzug von Grundrechten und versucht, sie zum Schweigen zu bringen, durch Zensur, durch die Löschung des Internet-Accounts, durch Einfrieren von Spendenkonten, wie jetzt beim Trucker-Protest in Kanada, durch gerichtliche Verfolgung von Wortführern, aber die Rechnung geht nicht auf. Hunderttausende sind auf den Straßen, unvorhergesehene Bevölkerungsgruppen leisten unvorhergesehenen Widerstand, wie die Lastwagenfahrer in Kanada, deren Aktion bereits in anderen Ländern aufgegriffen wird. Desmet sagt etwas Überraschendes. Wenn es gelingt, die Opposition zum Schweigen zu bringen, dann wird sie verfolgt. Er plädiert dafür, die Stimme zu erheben, wo immer es möglich ist. Selbst die kleinste Aktion des Widerspruchs sei wichtig.
Eine wichtige Rolle bei Propaganda spielt die Manipulation von Bildern. Die Manipulationsmöglichkeit des Massenbewusstseins durch Bilder kennt heute keine Grenzen mehr. Waren Bilder einmal ein Medium der Dokumentation von Ereignissen, so sind sie heute ein Mittel der Inszenierung, indem sie bewusst in einen falschen Kontext gestellt und falsch interpretiert werden. Zwei Bilder und ein Video haben wesentlich dazu beigetragen, die weltweite Angstpsychose vor dem Killer-Virus auszulösen. Die Bilder von Bergamo. Dabei handelt es sich um ein einziges Handyfoto, das am 18. April 2020 von einem 18-jährigen Flugbegleiter aufgenommen wurde und zur Ikone der Rechtfertigung für die Lockdown-Politik der Regierungen wurde. Sicher haben Sie jetzt den Militärkonvoi vor Augen, der nachts durch ein Wohngebiet fährt, um Leichenmassen abzutransportieren. Der Hintergrund? Normalerweise wird die Hälfte der Toten in Bergamo auf dem Friedhof beerdigt und die andere Hälfte kremiert. Nun hatten die Behörden beschlossen, dass jeder Verstorbene, egal woran er gestorben war, kremiert werden müsse. Die Krematorien von Bergamo reichten nicht aus. Es wurden Militärfahrzeuge eingesetzt, um die Leichen in umliegende Krematorien zu bringen. Es ist nebenbei gemerkt ein ungeheurer Eingriff in die Religionsfreiheit, die Kremierung von Staatswegen vorzuschreiben. Gleichzeitig erschienen Bilder von einer riesigen Halle, in der drei Reihen mit Särgen standen, auf denen jeweils eine rote Rose lag. Die Särge hatten nichts mit Corona-Toten zu tun. Das Bild stammte aus dem Jahre 2013 und zeigte die aufgereihten Särge ertrunkener Bootsflüchtlinge auf Lampedusa in einem Flughafen-Hänger. Drohnenaufnahmen zeigten zur gleichen Zeit das Ausheben eines Massengrabes in New York. Trostloser ging es nicht. Männer in weißen Schutzanzügen schaufelten ein Grab, in dem bereits dicht an dicht einige Brettersärge standen. Das Video zeigte kein Massengrab für Massen von Corona-Toten. Vielmehr ist Heart Island in New York der Ort, wo Obdachlose und Mittellose immer schon beerdigt wurden. Offenbar schien jede Lüge berechtigt, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen und so den totalen Lockdown in der Osterzeit verhängen zu können. Wer macht so etwas in den öffentlich-rechtlichen Sendern? Wer ordnet an? Wer führt aus? Wie laufen die Befehlslinien und bis wohin reichen sie? Seit 2019 gibt es darauf eine Antwort. Die Trusted News Initiative. Trusted News Initiative, TNI. Ein Zusammenschluss der größten Medienkonzerne der westlichen Welt, welche sich zum Ziel gesetzt hat, die Verbreitung, Zitat, schädlicher Impfdesinformation zu bekämpfen. Wir wissen nun, warum wir nichts über die verheerenden Folgen des Impfzwangs erfahren, noch über Heilmittel, die eingesetzt werden könnten, wenn man vom Coronavirus befallen ist. Ole Skambrax, ARD-Journalist, der in einem offenen Brief vom 5. Oktober 2061 mit dem Titel »Ich kann nicht mehr schweigen« die Machenschaften offenlegte, wurde fristlos gekündigt. Die digitalen Medien. Die Propagandamethoden der herkömmlichen Medien sind umfassend und in der Lage, das Massenbewusstsein so zu formen, wie es die Agenda-Setter des staatlich-medialen Komplexes haben wollen. Dennoch erscheint der Unterschied zwischen den herkömmlichen Medien, Radio, Fernsehen und Druckerpresse, zur Wirksamkeit der digitalen Medien so groß wie der zwischen einem Ozeandampfer und dem Flugzeug. Die digitalen Medien verändern nicht nur das Bewusstsein und das Verhalten, sie verändern den Menschen selbst. Freiheit und Wahrheit verblassen als Ideale einer vergangenen geschichtlichen Epoche. Die Person wird zum manipulierbaren und gelenkten User,
in der Hand weniger Privatpersonen, der Herren über Big Tech. Facebook wurde im vierten Quartal 2021 monatlich von 2,91 Milliarden Menschen genutzt. Facebook und WhatsApp und Instagram gehören Mark Zuckerberg. In dem Dokumentarfilm Das Dilemma mit den sozialen Medien, Originaltitel The Social Dilemma, legen Insider der Internetgiganten, die selbst Schlüsselfunktionen bei der Entwicklung der sozialen Medien hatten, dar, wie sie arbeiten und welche Wirkung sie haben. Tristan Harris, der den Anstoß für The Social Dilemma gegeben hat, wird als das Gewissen der Tech-Industrie bezeichnet. Er war bei Google im E-Mail-Team, im Gmail-Team, und stellte fest, dass er selbst süchtig nach E-Mails geworden war. In einer firmeninternen Präsentation wies er darauf hin, dass die neuen Tools süchtig machen, eine polarisierte Welt schaffen, sie mit Fake News überschwemmen und es ermöglichen, Wahlen zu beeinflussen. Das Informationszeitalter werde zu einem Desinformationsalter. Es könne nicht sein, so meinte er, dass 50 Designer im Silicon Valley gezielt Einfluss auf 2 Milliarden Menschen nehmen. Reaktion gleich null. Den Film allerdings, The Social Dilemma, haben inzwischen 10 Millionen Menschen gesehen. Tristan Harris und hochrangige ehemalige Insider legen in der Doku dar, man kann wunderbare Dinge mit den digitalen Werkzeugen tun, aber sie haben eine dunkle Seite, welche die Demokratie, ja die Zivilisation zerstören. Ist es nicht wunderbar, dass wir jetzt über Internet verbunden sein können, mit einem Internetanschluss scheinbar kostenlos mit der ganzen Welt kommunizieren zu können, unmittelbar Zugriff auf das Informationsgedächtnis der Welt zu haben, jede Lücke im Tageslauf mit Unterhaltung, Spielen, Filmen, YouTube-Videos und pausenlosen Austausch von Bildern und Informationshäppchen mit Freunden zu füllen. Aber es gibt ein Problem, das mit dem Satz ausgedrückt wird, wenn du für ein Produkt nicht bezahlst, bist du selbst das Produkt. Du bist umso mehr wert, je länger der Anbieter deine Aufmerksamkeit am Bildschirm fesseln kann. Big Tech ging es zunächst um 3 Ziele. Erstens, den User so lange am Bildschirm zu halten wie möglich. Zweitens, die Plattform ständig zu vergrößern. Drittens, größtmöglichen Gewinn zu erzielen. Mehr Bildschirmzeit des Users, mehr Werbeeinnahmen, mehr Gewinn, mehr Wachstum. Wie wird der User zum Produkt, in dem seine Daten gespeichert und mit Hilfe hochkomplexer Algorithmen zu einem detaillierten Profil verarbeitet werden, welches Werbekunden ermöglicht, die Werbung für ihre Produkte präzise zu personalisieren, hinsichtlich Konsumgewohnheiten, Vorlieben, Abneigungen, Bildungsgrad, politische Einstellungen, Schichtzugehörigkeit, Wohnort, Gruppenzugehörigkeit etc. Eine der wichtigsten Ausbildungsstätten für die Kunst der Massenmanipulation durch digitale Medien ist das Stanford Behavior Design Lab, Models and Methods for Behavior Change. Dort wird gelehrt, wie man das, was wir über die menschliche Wahrnehmung und Motivation und Überzeugung wissen, in die Technologie einbauen kann, um zu einem Genie der Verhaltensveränderung zu werden. So liest man auf der Website des Behavior Design Labs. Wenn die Technologie zur Verfügung steht, das Verhalten von Milliarden von Menschen zu verändern, dann erhebt sich die für die gesamte Menschheit entscheidende Frage, wer will wen zu welchen Verhaltensänderungen bringen? Das Behavior Design Lab gibt eine Antwort, die jedem gefällt. Wir wollen helfen, dass die Menschen glücklicher und gesünder werden. Wie wird die Aufmerksamkeit des Users gefesselt? Die Methoden arbeiten mit den Schwächen des Menschen.
Big Tech geht den Weg des geringsten Widerstandes. Jeder möchte von seinem sozialen Umfeld akzeptiert sein, denn Außenseiter zu sein, wird als existenzielle Bedrohung erfahren. Jeder möchte in seinem Selbstwertgefühl und seiner Identität bestätigt werden. Diese Grundinstinkte des Menschen werden von den sozialen Medien ausgebeutet. Sie stellen die Wirklichkeit so dar, wie sie der User gerne hätte. Alle denken so wie ich. Der Mensch wird, ohne dass er es merkt, in einer Blase gehalten, die er für die Wirklichkeit hält. Auf diese Weise können die User, besser die Benutzten, glauben gemacht werden, die Erde sei flach, wie der Basketball-Superstar Kyrie Irving und Tausende seiner Follower schließlich glaubten. Fake News verbreiten sich im Netz 6-mal schneller. Guillaume Chazelot, der Erfinder von Algorithmen, sagt, wir haben ein System erfunden, das dazu neigt, falsche Informationen zu verbreiten. Nicht, weil wir das wollen, sondern weil es mehr Geld bringt. Es ist ein Desinformations-Profitmodell. Dadurch entsteht eine polarisierte Welt. Es gibt für eine Gesellschaft keine gemeinsame Sicht der Wirklichkeit mehr. Jaron Lanier, auch einer der Big Heads in der ganzen Computerindustrie, sagt, wenn wir nicht mehr übereinstimmen können, was Wahrheit ist und ob es überhaupt Wahrheit gibt, dann sind wir verloren. Der Kampf um die Aufmerksamkeit des Benutzten ist dann gewonnen, wenn er süchtig geworden ist. Das ist für jeden eine Gefahr, unabhängig vom Alter. Die Jugendlichen sind allerdings am stärksten gefährdet. Seit sich das Smartphone bei 95% der 12- bis 13-Jährigen in der Hosentasche verbindet. Sie verbringen täglich viele Stunden mit Gaming und in den sozialen Medien. Selbstverletzungen und Selbstmorde von Jugendlichen haben im letzten Jahrzehnt stark zugenommen, ein Trend, der durch die Corona-Maßnahmen noch erheblich verstärkt wurde. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen leiden unter Depressionen und die kinderpsychiatrischen Krankenhäuser sind so überfüllt, dass sie nur noch akut Selbstmordgefährdete aufnehmen können. Jaron Lanier ist zugleich einer der schärfsten Kritiker der digitalisierten Welt. Er nennt die Folgen beim Namen, Zitat, Massenchaos, Empörung, Respektlosigkeit, Vertrauensverlust, Einsamkeit, Entfremdung, Polarisierung, Election Hacking, also Wahlmanipulation, Populismus, Ablenkung und Unfähigkeit, mit sich den wirklichen Problemen zu befassen. Das ist die Gesellschaft. Und jetzt ist die Gesellschaft unfähig, sich selbst zu heilen. Das Wesen der Kommunikation, das Wesen der heutigen Kultur ist Manipulation geworden. Wir stellen Täuschung und Heimtücke ins Zentrum unseres gesamten Handels. Er rät, noch heute aus den sozialen Medien auszusteigen. Das alles geschieht mit der im Kapitalismus gewissermaßen unschuldigen Motivation, Geld und immer noch mehr Geld zu verdienen. Amazon hat seinen Gewinn 2021 verdoppelt. Die Pharmaindustrie, genauer die Produzenten von Impfstoffen, haben über Nacht Milliarden Gewinne gemacht. Die beiden Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin gehören seit 2021 zum 100-Milliarden-Dollar-Club. Was aber, wenn die neuen Herren der Welt, die über Privatvermögen in der Größe von Staatshaushalten verfügen, eine eigene Agenda haben, wie die Welt aussehen soll? Offenkundig ist, dass Internetriesen, die UN und EU, die Milliardenstiftung der Rockefellers, Rothschilds und Soros, die Medienkonzerne, die Universitäten, die Unterhaltungsindustrie und die meisten Regierungen alle an einem Strang ziehen. Die Bevölkerung muss reduziert werden. Abtreibung ist ein Menschenrecht. Die Familie muss durch die LGBTIQ-Agenda zerstört werden. Die Auflösung nationaler Identität durch Migration ist ein humanitäres Anliegen.
Das Klima kann und muss gerettet werden. Und vor allem, das Bollwerk katholische Kirche muss geschleift werden. Der Glaube an Jesus Christus, das Fundament der westlichen Kultur, muss verschwinden. Klaus Schwab und das World Economic Forum. Eine der wichtigsten Brutstätten der globalen Agenda der Herren der Welt ist das World Economic Forum, WEF, in Davos, zu dessen Gesicht Klaus Schwab erkoren wurde. Er gehört außerdem zum Lenkungsausschuss der Bilderberg-Konferenz. Im Aufsichtsrat des WEF sitzt Larry Fink, dessen Firma BlackRock 9 Billionen Dollar, das heißt 9 und 12 Nullen, verwaltet, und Kristalina Georgieva, die Chefin des Internationalen Währungsfonds. 2004 gründete Klaus Schwab das Forum of Young Global Leaders, die Kaderschmiede des WEF für die höchsten politischen Positionen dieser Welt. Zu den 1300 Mitgliedern dieses Netzwerkes gehören Staats- und Regierungschefs, CEOs der weltgrößten Konzerne, Mitglieder von Königshäusern und Multimilliardäre, Menschen, die aufgrund ihrer Stellung, ihres Besitzes oder ihrer Funktion zur Machtelite der Welt gehören oder darauf vorbereitet werden, in hohen Positionen mit dieser Elite zu kooperieren. Zu denen, die das heute fünfjährige Training durchlaufen haben, gehören Bill Gates, Weltbankchef Larry Summer, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, Viktor Orban, Jean-Claude Juncker, Jeff Bezos, Emmanuel Macron, Cem Özdemir, Jens Spahn und Annalena Baerbock, um nur einige Namen zu nennen. Vor dem Hintergrund der Macht von Big Tech und der Vernetzung der Machteliten im World Economic Forum erscheinen Parlamente und Regierungen wie ein Marionettentheater, das aufgeführt wird, um die Illusion der Demokratie aufrechtzuerhalten. Seit Ausrufung der Covid-Pandemie Anfang 2020 bereitet Klaus Schwab die Menschheit auf den Great Reset vor. Sein Buch Covid-19, der große Umbruch, ist das, was Jacques Ellul Subpropaganda nennt, nämlich die Erschaffung eines Mythos, der dann die eigentliche Propaganda erst ermöglicht. Zitat Klaus Schwab: Die Menschen spüren, dass die Zeit für einen Paradigmenwechsel gekommen ist. Eine neue Welt wird entstehen, deren Umrisse wir ersinnen und skizzieren müssen. Viele von uns fragen sich, wann sich die Dinge wieder normalisieren werden. Die kurze Antwort lautet: Niemals. Nichts wird jemals wieder so sein wie zuvor. Die Normalität in dem Sinne, wie wir sie kannten, ist zu Bruch gegangen und die Coronavirus-Pandemie stellt einen grundlegenden Wendepunkt auf unserem globalen Kurs dar. Die Pandemie stellt ein seltenes, aber enges Zeitfenster zum Umdenken, Neuerfinden und Neustarten unserer Welt dar. Zitat Ende. Hätten da nicht ein paar Fledermäuse auf dem Fischmarkt in Wuhan das SARS-CoV-2-Virus aus dem benachbarten Labor auf den Menschen übertragen, man hätte es erfinden müssen. Dass es möglicherweise erfunden wurde, legt das Buch Chronik einer angekündigten Krise von Paul Schreier nahe. Durch die propagandistische Erzeugung einer Angsthysterie wurde es möglich, Grundrechte aufzuheben, einen der Willkür von Politikern ausgelieferten Verordnungsstaat einzuführen, die Wirtschaft weitgehend zum Stillstand zu bringen, das Bildungssystem lahmzulegen, die Menschen zu Masken tragen und Social Distancing zu zwingen. Die Stunde von Big Tech hatte geschlagen, was sich in der Verdopplung ihrer astronomischen Gewinne widerspiegelt. Obwohl Klaus Schwab den Mythos vom globalen Killer-Virus bedient, überrascht er am Schluss des Buches mit der Feststellung, dass, Zitat, die Corona-Krise eine der am wenigsten tödlichen Pandemien ist,
die die Welt in den letzten 2000 Jahren erlebt hat. Ende Juni 2020 hat das Coronavirus bisher den Tod von weniger als 0,006% der Weltbevölkerung gefordert. Bei seiner Eröffnungsrede auf dem Davos Summit 2022 trat Schwab als Lobredner des chinesischen Präsidenten Xi Jinping auf, der per Video am Summit teilnahm. Er bewunderte, dass es China gelungen sei, das historische Ziel zu erreichen, in jeder Hinsicht eine prosperierende Gesellschaft zu werden. Zitat: China habe dazu beigetragen, das globale Ziel zu erreichen, eine inklusivere und nachhaltigere Welt zu schaffen. Klaus Schwab stört sich nicht am Genozid an den Uigur-Muslimen, nicht an der brutalen Bevölkerungspolitik, nicht an der Verfolgung der Christen, nicht am lückenlosen digitalen Überwachungsstaat, der mit dem Social Credit System die Volksgenossen auf die staatliche Linie zwingt. China ist das Land, in dem Kommunismus und Kapitalismus eine neue Ehe eingegangen sind. Die Konzentration unermesslichen Reichtums bei wenigen und die Totalkontrolle der Massen, die den neuen Herren der Welt gefährlich werden könnten. Wie leben wir im Zeitalter der Massenmanipulation? Die Propaganda hat auch ihre Grenzen. Demokratie ist ein wackeliges Gebilde. Sie ist der tragende Mythos des Individualismus, der dem Einzelnen Freiheit und Einfluss auf die komplexen gesellschaftlichen Strukturen verheißt. Wir haben gesehen, dass die Machteliten sich der hochentwickelten Methoden der Propaganda bedienen müssen, um den demokratischen Schein aufrechtzuerhalten. Aber obwohl diese Methoden bis ins Stammhirn des Menschen hineinreichen und ihn lenken und konditionieren können, stößt Propaganda dennoch auf Grenzen. Erstens, noch sind demokratische Staaten genötigt, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und Versammlungsfreiheit bis zu einem gewissen Grad zu dulden. Das Internet schafft einerseits nie dagewesene Möglichkeiten der Überwachung und Kontrolle, andererseits widersetzt es sich dem Totalitarismus. Noch leben wir im Westen unter Verhältnissen, in denen in beide Richtungen an der Freiheit gezerrt wird. Zweitens, wo Propaganda nicht mehr greift, um Widerspruch auszuschalten, werden Gesetze gemacht, die Widerspruch als Diskriminierung oder Volksverhetzung unter Strafe stellen. Inmitten der Corona-Hysterie werden Grundrechte aufgehoben, sogar das auf körperliche Unversehrtheit durch gesetzlichen Impfzwang. Drittens, Propaganda ist machtlos bei Menschen, die auf einem festen psychologischen und geistigen Fundament stehen und bereit sind, dafür Opfer zu bringen. Das wird jetzt unser Thema sein. Was macht mich anfällig für Propaganda? Wie wir gesehen haben, bedient sich Propaganda der sozialen Grundbedürfnisse des Menschen. Jeder möchte von seinem sozialen Umfeld akzeptiert sein. Außenseiter zu sein oder gar ausgeschlossen zu werden, wird als existenzielle Bedrohung erfahren. Zweitens, jeder möchte in seinem Selbstwertgefühl und seiner Identität bestätigt werden. Je weniger diese Bedürfnisse durch soziale und geistige Bindung im Kernbereich der Person befriedigt sind, desto formbarer wird der Mensch durch den Mainstream, der mittels Propaganda erzeugt wird. Die Familie ist die Institution, die für die Sättigung des Bedürfnisses nach Bindung vorgesehen ist. Je stabiler die Bindung, desto stabiler die Person. Heute wird die Familie systematisch zerstört. Die stabile Ehe von Mann und Frau gilt als überholt. Der Mensch wird durch künstliche Reproduktionsmethoden sogar seiner biologischen Abstammung beraubt. Der einsame, depressive, angsterfüllte Mensch ist das ideale Material für Propaganda. Wenn man dem Menschen sogar einreden kann, er könne sein Geschlecht wählen, von was kann man ihn dann nicht überzeugen? Daraus folgt, wer propagandaresistent sein oder werden möchte, der braucht feste familiäre Bindungen und gute Freunde.
absolute Prinzipien, an denen er sein Leben ausrichtet und von denen er bereit ist, Opfer zu bringen. Diese Prinzipien und die Kraft an ihnen festzuhalten, vermittelt die Religion. Sinnvolle Arbeit. Charakterstärke, sich dem Mainstream zu widersetzen und dadurch zum Außenseiter zu werden. Und schließlich seelische Fähigkeiten zur Überwindung der Angst vor der ungewissen Zukunft. Wir leben eingetaucht in ein Meer der Lüge. Um die Lüge zu erkennen und nicht darin unterzugehen, ist die erste Voraussetzung, selbst nicht in der Lüge zu leben und sich Rechenschaft zu geben, wo man steht. Das ist schwer, denn normalerweise haben wir uns einen eigenen Mythos gebildet, der uns von Schuld freispricht und unser Selbstwertgefühl boostert, neudeutsch für erfolgloses Aufpäppeln. Was mache ich, wie stärke ich mein Immunsystem gegen das hoch ansteckende Propagandavirus? Einige Punkte dazu. Was mache ich mit meiner Zeit? Lasse ich mich am Bildschirm in den sozialen Medien fesseln? Lasse ich mich von den pausenlosen Corona-Nachrichten jagen, seien es propagandistische oder kritische? Schlage ich die Zeit tot mit suboptimaler Unterhaltung oder mache ich die Zeit lebendig, indem ich etwas tue, das mich lebendig macht? Zum Beispiel in die Natur hinausgehen und mich von ihrer Stille einfangen lassen. Sie weiß nichts vom Rasen der Menschen. Lange in die Wolken schauen und die Majestät Gottes in einem Sonnenuntergang erahnen. Einem plätschernden Bach zuhören. Vögel bei ihrem Flug zuschauen. Natur hat Zeit. Sie schenkt mir ihre Zeit und macht mich lebendig. Welchen geistigen Input nehme ich zu mir? Wir legen größten Wert auf Bio-Lebensmittel. Sie sollen das Leben fördern, keine Gifte enthalten, keine gesundheitlichen Schäden hervorrufen. Dieselben Kriterien sollten auch auf geistige Nahrungsmittel angewendet werden. Sie sollten das Leben fördern, es nicht vergiften und keine geistigen und seelischen Schäden hervorrufen, vor allem keine Sucht. Folge ich meinen eigenen, selbstbestimmten Interessen oder dem, was die Algorithmen von YouTube und Facebook mir vorschlagen, um mich am Bildschirm zu fesseln und mir genau die Produkte anzubieten, über die ich gestern in meinem Wohnzimmer gesprochen habe? Kann ich mich überhaupt noch konzentrieren, wenn ich täglich 100-mal auf mein Handy schaue, um all die kleinen Kicks einzusammeln, die mein Selbstwertgefühl scheinbar stärken? Höre ich Musik, die mich ins seelische Lot bringt? Viele machen die Erfahrung, dass sich dafür kaum etwas besser eignet als die Musik von Johann Sebastian Bach. Sie schenkt die Erfahrung, dass es im Universum Ordnung gibt und ordnet die eigene Seele. Suche ich den physischen Kontakt zu Freunden, denen ich ohne Maske begegnen und die ich herzlich umarmen kann, mit denen ich im freien Austausch die Freude der Communio teilen kann? Das alles, Natur, gesunde geistige Nahrung, Freude durch die physische Begegnung mit Freunden, stärkt nicht nur das geistige Immunsystem, sondern auch das physische. Die Devise in diesen wirren Zeiten muss sein, so viel normales, gutes Leben wie irgend möglich. Lassen wir nicht zu, dass die aberwitzigen Corona-Maßnahmen uns von Familienangehörigen und Freunden spalten. Das liegt nicht immer nur in einer Hand. Menschen, die ihre Überzeugungen aus zweiter Hand haben, verteidigen sie ganz besonders vehement, da sie nicht durch den Prozess des persönlichen Ringens um ein eigenes Urteil erworben wurden. Es kann bedeuten, dass gewisse Themen bei Menschen, von denen man sich nicht trennen lassen will, ausgespart werden müssen, jedenfalls für eine gewisse Zeit. Tagtäglich erweisen sich geglaubte Tatsachen als Lügen. Corona bringt nicht nur Spaltung. Corona bringt auch größere Nähe und Wärme zwischen den Ausgegrenzten und Geschmähten. Seitdem die Impfkampagne über die Erde rollt, gibt es eine diskriminierte und existenziell bedrohte Minderheit, die Impfgegner, die sich hartnäckig weigern, sich zu Laborratten in einem Experiment machen zu lassen,
dessen Ausgang höchst ungewiss ist. Zwischen denen, die sich auf der Seite der Diskriminierten und Ausgegrenzten befinden, entsteht ein Gefühl der Solidarität, der Bereitschaft, einander beizustehen und zu helfen. Ob die Strategen der Pandemie mit anhaltendem Massenwiderstand auf den Straßen der Welt gerechnet haben, von den Städten bis in die Dörfer? Ob sie mit neuen Formen des Widerstandes gerechnet haben, gegen welche die Polizei machtlos ist? Was will man machen gegen Leute, die in ungewöhnlich großen Mengen auf den Straßen spazieren gehen? Mit dem Zollstock das Einhalten der Abstände messen, wie in Frankfurt Anfang Januar geschehen? Was tun gegen einen Trucker-Konvoi von 70 Kilometern quer durch Kanada? Der Widerstand ist so groß geworden, dass er selbst von den Propagandamedien nicht mehr verschwiegen werden kann. Aber was ist das Ziel dieses Widerstandes? Zurück zur Normalität, zu dem, was vor Corona als normal galt. Keine Masken, keine Tests, kein Impfzwang, kein Willkürstaat, der das Volk mit ständig wechselnden Verordnungen in Atem hält, keine indirekte Enteignung des Mittelstandes, keine Entrechtung und Schmähung eines großen Teils der Bevölkerung, der auf seinem Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit besteht. Ende Februar 2022 sieht es so aus, als würde der Massenwiderstand den Übergriffen des Staates doch Grenzen setzen. Und wenn alles wieder normal geworden ist, in was für einer Gesellschaft leben wir dann? Wir leben in einer Gesellschaft, welche meint, die Schöpfungsordnung aufheben zu können und die Welt den Begierden des Menschen unterwerfen zu können und dafür die Kinder zu opfern. 50 Millionen ungewollte Kinder werden jährlich vor der Geburt getötet. Hunderttausende gewollte Kinder werden künstlich erzeugt und ihrer Abstammung beraubt. Die Ampelkoalition in Deutschland will die sogenannte Mitmutterschaft per Gesetz dekretieren. Ein Kind hat dann zwei Mütter in der Geburtsurkunde. Der Vater taucht nicht einmal mehr als Samenspender auf. Jeder soll ab 14 Jahren alle 12 Monate mittels Selbstauskunft sein Geschlecht ändern können. OPs zur Geschlechtsumwandlung, zur Verstümmelung des Körpers sollen von den Krankenkassen bezahlt werden. Konversionstherapie soll hingegen auch für Erwachsene verboten werden. 4 Erwachsene beliebigen Geschlechts sollen eine Verantwortungsgemeinschaft mit Kindern bilden können. Die neue Ampelkoalition steht geschlossen hinter diesen Gesetzesvorhaben und betreibt sie mit Hast. Das ist jetzt der Plan der neuen Regierung in Deutschland, aber dahin geht die ganze Bewegung all denen, die da zusammenarbeiten im World Economic Forum. Es gibt zahlreiche andere Bereiche, in denen der Abfall von Gott das gute Leben zunichte macht. Der Umgang mit den natürlichen Ressourcen, die wirtschaftliche Ausbeutung ganzer Gesellschaftsschichten und Erdteile, die zielstrebige Vernichtung der Kulturen durch Migration. Aber kein Bereich stößt den Dolch so sehr ins Herz der Schöpfungsordnung wie der Angriff auf den Menschen selbst. Denn Gott hat den Menschen als sein Abbild erschaffen, zum Herrn über die gesamte Schöpfung gesetzt, zur Liebe berufen und zum ewigen Leben bestimmt. Die Gottvergessenheit hat Finsternis über die Erde gebracht. Es erscheint gar nicht mehr am Horizont, dass die Ausweglosigkeit der menschlichen Probleme auf den Abfall von Gott zurückzuführen ist. Die Bibel erzählt wieder und wieder, wie die Missachtung von Gottes Geboten den einzelnen Menschen ins Unglück stürzt und das auserwählte Volk ins Elend, in die Vernichtung durch den Feind. Die Ställe stehen leer, die Felder sind mit Leichen übersät, den Jubelruf von Braut und Bräutigam hört man nicht mehr, das Licht der Lampe scheint nicht mehr, das Volk wird in die Sklaverei der babylonischen Gefangenschaft abgeführt. Und dennoch, immer wieder ein neuer Anfang, wenn sich das Volk bekehrt. Gott erbarmt sich, wenn der Mensch umkehrt. Aber von Umkehr keine Spur. Kernaufgabe der Kirche ist es, Umkehr zu predigen, Tag für Tag.
aber sie hat diese Aufgabe aufgegeben. Der synodale Irrweg der deutschen Bischöfe bereitet die Hochzeit der Kirche mit der Welt vor, während sie doch die Aufgabe hat, den Menschen auf die ewige Hochzeit mit dem Herrn vorzubereiten. Auch hier geht es im Kern um Sexualität. Statt Schuld zu bekennen für die ungeheuerlichen Verfehlungen von Priestern, wird der biblische Maßstab für Schuld zerbrochen. Macht also ernst mit der Umkehr, sagt Jesus zur Gemeinde von Laodicea. Wer Ohren hat, der höre. Aber die Ohren sind verstopft, die Herzen verstockt. Deswegen hat Klaus Schwab recht, wenn er sagt, nichts wird jemals wieder so sein wie zuvor. Die Normalität in dem Sinne, wie sie kannten, ist zu Bruch gegangen. Und die Corona-Pandemie stellt einen grundlegenden Wendepunkt auf unserem globalen Kurs dar. Zitat Ende. Die babylonische Gefangenschaft unserer Zeit wird der totale Überwachungsstaat sein in den Händen der Besitzer und Herren über Big Tech. Was heißt das für Christen? Christen verdienen diesen Namen nur, wenn sie sich bewusst sind, dass sie durch die Taufe in die Familie Gottes aufgenommen wurden. Wir haben denselben Vater und dieselbe Mutter wie Christus. Von Anfang an und zu allen Zeiten wurden Christen verfolgt. Wo sie nicht verfolgt werden, vielmehr in Sicherheit und Wohlstand leben, verliert das Christentum seine Kraft und verschmilzt mit der Welt. Wo Christen verfolgt werden, heute in 50 Ländern der Erde, oft bis zum Tod, schöpft die Kirche im Untergrund aus dem Blut der Märtyrer, so wie in den ersten 400 Jahren des Christentums. Niemand kann einen Christen daran hindern, ein christliches Leben zu führen. Die einzige Grenze ist das Maß seiner Opferbereitschaft. Wie groß dieses Maß ist, werden wir erst wissen, wenn das christliche Leben tatsächlich Opfer von uns verlangt. Der Abfall von Gott ist ein Abfall vom Kreuz. Glück und Gesundheit gelten als Lebenssinn. Dieser Mythos ist der Boden, auf den der große Reset gepflanzt werden kann. Das World Economic Forum macht in einem Video 8 Prophezeiungen für die Welt im Jahr 2030, also ziemlich bald. Die erste lautet: You will own nothing and you will be happy. Du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein. Christsein bedeutet, an den absoluten Geboten Christi festzuhalten. Denn er sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Die dem Mose offenbarten Gebote Gottes hat Christus in der Bergpredigt in einer Weise aktualisiert, dass sie die menschlichen Kräfte zu übersteigen scheinen. Aber Christus fordert nichts, was er nicht gibt. Eine Wolke von heiligen Zeugen birgt dafür. Für jeden Christen, jeder Domination, heißt das, im täglichen Gebet mit Jesus zu sprechen, ihm über uns selbst zu sagen, was er schon weiß, ihn um Vergebung zu bitten, ihn um Hilfe zu bitten, ihn anzubeten. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Für jeden Christen, jeder Denomination heißt es außerdem, sich im Wort Gottes zu verankern. Denn, aus der Bergpredigt, wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Matthäus 7, 24 bis 25. Die katholische Kirche hat darüber hinaus reichen Proviant für die Schiffsreise zum ewigen Leben. Das Sakrament der Gegenwart Christi in der Eucharistie, das Sakrament der Beichte, welches die Erfahrung völliger Entlastung
von den eigenen Sünden schenkt. Die Hilfe der Mutter Jesu, die sie jedem gewährt, der sich ihr anvertraut. Der Tisch ist gedeckt, um Mahl zu halten mit Jesus, schon jetzt. Ja, Christen wollen heilig werden, was sonst? Das heißt, dass sie ihren Feinden gegenüber im Nachteil sind. Sie dürfen und wollen nicht manipulieren, lügen, Unzucht treiben, verleumden, Gewalt anwenden. Aber sie wissen, nicht sie müssen den Sieg erringen, sondern Christus selbst wird den endgültigen Sieg erringen, den er am Kreuz bereits vollbracht hat. Auf dem Eucharistischen Kongress in Philadelphia im Jahr 1976 sagte Karol Wojtyla, der 2 Jahre später Papst werden sollte, diese prophetischen Worte. Wir stehen jetzt vor der größten historischen Konfrontation, die die Menschheit je erlebt hat. Ich glaube nicht, dass der große Kreis der amerikanischen Gesellschaft oder der ganze Kreis der christlichen Gemeinschaft sich dessen voll bewusst ist. Wir stehen jetzt vor der endgültigen Konfrontation zwischen der Kirche und der Antikirche, zwischen dem Evangelium und dem Anti-Evangelium, zwischen Christus und dem Antichristen. Diese Konfrontation liegt in den Plänen der göttlichen Vorsehung. Sie gehört also zum Plan Gottes und sie ist eine Prüfung, die die Kirche annehmen und mutig bestehen muss. Zitat Ende. In diese Zeit sind wir hineingeboren. Der Stillstand ist vorbei. Wir sind auf der Zielgeraden. Ich hatte Gelegenheit, Papst Benedikt Emeritus zu fragen, sind wir am Ende der Endzeit? Seine Antwort, ja. Es kann für uns nur eine Devise geben und die ist, im Glauben und im Vertrauen auf den Weg, die Wahrheit und das Leben zu wachsen. Jesus Christus ist bei uns bis ans Ende der Welt.